Herzlich willkommen zur nächsten Saison mit unseren New York Rangers. Dieses Jahr natürlich, wie könnte es anderes sein, in NHL 18. Ich habe bereits einige Spiele auf dem Buckel, habe ein bisschen das ganze Spiel optimiert, dass das Ganze so ein bisschen ausgeglichener ist. Und habe mir gedacht, wir gehen ganz kurz die Aufstellung durch, nicht wieder eine Dreiviertelstunde hier den Modus erstellen wie letztes Jahr. Und dann starten wir direkt in unser erstes reguläres Saisonspiel gegen die Colorado Avalanche. Viel mehr gibt es sonst nicht zu sagen. Montags, mittwochs und freitags jeweils um 19 Uhr die Folgen, also nicht mehr am offiziellen Spielplan der Rangers orientiert. Ich kann zwischendurch immer mal ein bisschen was zur realen Saison sagen, aber nicht so regelmäßig wie noch in der letzten Saison. In den Kommentaren auf jeden Fall, da können wir sehr aktuell diskutieren. DEL, DEL2, NHL, wie auch immer. Als Glücksbringer, ich zeig nochmal hier schnell die Seitennummer, habe ich heute die Nummer 36 an. Matt Zuccarello und da hinten, falsche Seite kurz, da hinten hängt Henrik Lundqvist. Ja, so viel dazu. Wie gesagt, viel Organisatorisches gibt's sonst nicht. Schauen wir uns die Reihen an. Unsere erste, Nash, Zibanejad, Matt Zuccarello. Nash war, glaube ich, vor zwei Jahren noch eine Stärke 89, letztes Jahr eine 86, jetzt eine 82. Da haben die hier, die Werte verteilen, auch nur darauf geachtet, wie die möchtegern Rangers-Fans der Realität, die immer nur Tore sehen wollen. Aber was der Nash sonst so macht, das kann kein anderer Spieler ersetzen. Auch ein Matt Zuccarello ist beispielsweise nicht aus dem Team zu denken, aber auch der ersetzt nicht das, was Rick Nash körperlich, defensiv, offensiv fürs Team leistet. Deswegen für mich ein bisschen zu schwach auf jeden Fall. Zibanejad hat ihn echt gut losgelegt in 4 Spielen, 5 Tore. Hoffen wir mal, dass er das bei uns auch so macht. Zweite Reihe, JT Miller, der Center, hat Grabner auf rechts außen und Kreider auf links außen. Leider haben wir nicht so viele Rechtshänder, weil ich habe eigentlich probiert, die Direktschüsse diesmal zu nehmen, dass ich hier auf rechts auch Linkshänder habe und auf links Rechtshänder. Da haben wir aber allerdings nur Jesper Fast jetzt hier in der dritten Reihe. Mit Kevin Hayes auf dem Center und Pavel Buchnevich rechts außen. Auch für einen Direktschuss. Und dann haben wir die letzte Reihe, Visi, Dehaney oder Dehaney, wie auch immer, und Matt Pampel. Verteidigung, McDonough mit Smith gepaart, Brady Shea mit Kevin Shattenkirk gepaart und D'Angelo mit Mark Stahl gepaart. Bis auf die erste Reihe auch alles für den Direktschuss ausgelegt. Ist für die Verteidigung vielleicht nicht immer optimal, aber mit dem neuen Defensive Skill Stick und mit den Tutorials, die ich mir für die Offensive angeguckt habe, sollte das hoffentlich laufen, und ich hoffe, ich habe die Erwartungen jetzt auch nicht zu hoch gesetzt. Henrik Lundqvist auf jeden Fall im Tor wie immer. Ja, und Spezialeinheiten habe ich, das zeige ich jetzt nicht, habe ich aber auch einfach nur so überarbeitet, dass ich direkt schießen kann. Zibanejad beispielsweise nicht auf dem Center, sondern links außen dann für den Direktschuss. Ja, mehr gibt es sonst nicht zu sagen. Wie gesagt, ich habe ja schon ein paar Spiele gemacht. Auf dem Schwierigkeitsgrad, den ich sonst immer gespielt habe, habe ich immer 5-0, verloren. Auf dem Schwierigkeits darunter habe ich immer 7-0 gewonnen. Wollte ich keine Saison mitspielen. Alles Gewinnen ist scheiße, alles Verlieren ist scheiße. Ich hoffe, ich habe jetzt einen guten Ausgleich gefunden. Ich habe ein bisschen im Gameplay-Regler, in der Schwierigkeit, in sonst was rumgespielt. Und denke, ich habe jetzt ein ausgeglichenes Niveau gefunden, womit jedes Spiel eigentlich spannend werden sollte. Und auch nicht immer nur 1-0 ausgeht. Das war so mein Ziel. Ansonsten, ja, was nehmen wir uns für die Saison vor? Weiß ich nicht. Playoffs erreichen natürlich. Haben die ersten beiden und damit auch die letzten beiden Saisons hier in NHL jeweils den Stanley Cup virtuell holen können. Ja, und wenn die Rangers das in echt schon nicht machen, was ich ehrlich gesagt nicht glaube, natürlich aber hoffe, dann machen wir das doch. Trotzdem würde ich sagen, ich wollte keine Dreiviertelstunde reden, davon bin ich weit entfernt, trotzdem schon länger als gedacht. Wir machen einen kleinen Cut, sehen uns gleich zum ersten Spiel wieder. Ja, wir starten im heimischen Madison Square Garden. Hier direkt in New York. Wir haben in der ersten Hälfte der Saison viele, viele, viele Heimspiele. In der zweiten Hälfte der Saison dafür natürlich umso weniger. Im Tor gegenüber Semyon Varlamov. Gute Fangquote, einige Shutouts. Hoffentlich heute keiner. Das ist auf jeden Fall das Ziel. In Goal, Number 30, Henrik Lundqvist. So, da haben wir das für das erstes Spiel in dieser Saison auch schon erledigt. Landeskog, McKinnon und Rantan gegen Nash, Zibanejad, Zuccarello. Die NZZ-Reihe oder NZZ, wie auch immer. Auf geht das. Über Nash, Zibanejad, der erste Schuss. Oh! Fast das erste Schummeltor. Aber Leute, in der letzten Saison haben wir so viel von den Dingern reingekriegt. Ich denke, das wäre sogar in Ordnung gegangen. Was ist denn gerade für ein Sound? Aufnahmen laufen alle. Nochmal schnell überprüfen und dann das Bulli gewinnt. Smith, zieh dich raus und dann direkt Schuss vorm Tor die Sichtbehinderung. Schade, war aber
Erstmal gut gedacht. So, und guck mal, wir stehen hier, als wenn wir Powerplay spielen würden. Dann haben wir dazu Corrado für einen Direktschuss. Schade, aber Nash müsste den Pokal, wenn er den dann noch aufnimmt. Ich habe ja gerne die da außen für den Direktschuss. Aber da muss ich dann noch erstmal den Puck für halten. McDonough kriegt das da nicht hin. Lundqvist mit dem ersten Save der Saison. Wird direkt im One-on-One gefordert und macht das gut. Smith nimmt sich ein Herz. Ah, da haben wir es über die Blockerseite probiert. Das geht ja mit den Rechtshändern ganz gut. Mit den Linkshändern müssen wir immer über die Fanghandseite. Wenn wir so über Kreuz schießen wollen. Hallo, renn rückwärts. Da hat er gerade gar nicht drauf reagiert. So, Grabner. Wir haben es auf jeden Fall schon mal festgesetzt. Oh, ein bisschen ein zu weit nach hinten gelenkt. Und hin Brady Shea. Oh, die Sicht war verhindert. Ja, ansonsten die Drittellänge haben wir nur auf 3 Minuten. In den Playoffs gehen wir auf jeden Fall wieder auf 4 hoch. Insofern, wie sie denn erreichen. Aber das hoffe ich einfach mal. Kreider, nochmal Nachschuss jetzt hier. Irgendwer. Kriegt keiner. Jakubow verliert den Puck gegen McDonough. Dann probieren wir es übers Kurzeck. So ganz geplant war das ehrlich gesagt nicht. Landeskog kommt. Der kommt auf jeden Fall nicht mit. Oh, Kreider. Interessanter Pass, aber die gehen wechseln. Dadurch alles easy. Und wir haben mit Grabner ein bisschen Tempo. Guck mal, hüpf. Ah ja, das war unnötig. Ich habe sogar schon die Ansicht geändert, wie ihr vielleicht gesehen habt. Wir sind ziemlich weit über dem Eis, aber so hat man mehr Übersicht. Und trotzdem spiele ich den da hinten hin, obwohl ich weiß, dass da keiner ist. Oh, schade, Shay. Ja, aber ich bin auch ein Fan von The Nasher 61, ein YouTube-Kanal aus Amerika. Ach, komm schon. Der Real-Life... Jawohl! Brady Shea mit dem ersten der Saison. Von der blauen Linie. Sehr schön. Wir haben The Nasher 61, amerikanischer YouTube-Kanal, macht nicht nur Inline-Hockey- und Eishockey-Videos aus dem Real-Life, sondern auch NHL-Videos. Und da habe ich mir ein bisschen was abgeguckt. Der spielt diese Ansicht, der spielt sehr, sehr gut. Der kann ein bisschen viel mehr am Stick als ich. Grabner und Shattenkirk mit den ersten Vorlagen hier, sehr schön. Und ja, mal gucken, wie die Abschlüsse so klappen jetzt von der blauen Linie. Das wäre auch was gewesen, das hätte ich im letzten Jahr auch noch ohne die Videos hingekriegt. Deswegen, mal schauen. Ich habe so, oh, schön Lundqvist. Verhindert hier die direkte Antwort. Vielleicht kriege ich ja mal ein bisschen was Schönes hin hier. 2, 3 Standardtricks. Und ansonsten ist das Ziel festsetzen. Jetzt über die kurze Seite. Ah, hey, ist angeschossen. Festsetzen und was draus machen. Riskanter Pass. Und Varlamov hat den. Gibt ihn direkt wieder her. Das ist ungewohnt. Und keine Strafen kassieren. Dann müssen wir nämlich echte Minuten absitzen. Gut, das könnte man auch ausstellen. Aber in Unterzahl und Powerplay spielen wir hier dann echte Minuten und nicht die 3 Minuten Drittellänge. Matt Pampel. Lässt liegen für Jimmy Vesey. Ja, und der lässt seinen Puck auch liegen. Aber da wollte ich eigentlich gerade gar nicht tricksen, da habe ich mich schön verdrückt. Anthony D'Angelo, Neuzugang. Sind ja einige weg. Girardi, Klein, Stepan, Lundqvist hat ihn. Der ist aber nicht weg. So, und aus dem ersten Drittel gehen wir mit einer einzelnen Führung hinaus. Das ist schön. Ja, aber viele Abgänge. Auch Antti Ranta, Oskar Lindberg. Aber dafür auch Zugänge. Dehane. Elias Andersen als Rookie erstmal nach Schweden zu Frölunda gesendet, da wo Henrik Lundqvists Karriere beginnt und die seines Zwillingsbruders. Schön gewonnen hier. Und natürlich, ja, Top-Transfer der Offseason, wenn man so will, Kevin Shattenkirk. Für die Stabilisierung der Defensive, aber wenn man dann die echte Saison schon jetzt... in diesem frühen Zeitpunkt betrachtet, zum Zeitpunkt der Aufnahme, glaube ich, 4 Spiele, da hilft dann auch ein Shattenkirk nicht, wenn zwei andere Defensivpaare Fehlpässe spielen und den Gegner zu Toren einladen. Und nein, liebe Fans, liebe Möchtegern-Fans der Rangers oder Lundqvist-Hater, ja, ich bin zwar ein Fanboy, aber selbst wenn man das objektiv betrachtet, ein Lundqvist hält auch nicht alles, wenn die Verteidigung dem Gegner quasi den Puck zuschiebt. Da ist auch der King of New York machtlos. Oh, Matt Zuccarello hat der Tempo. Und den holt er sich. Ah, hinten wurde gerade gewechselt, da kriegt er keine Unterstützung. Jetzt vielleicht. Ja, zu spät. Trotzdem er auch schon wieder im Rückwärtsgang hier. Zuccarello, der seit dieser Saison ja auch das A auf dem Trikot trägt. Oh, der wurde angelupft da. Ungewollt.
So, und hier sehen wir den Defensive Skill Stick. Da können wir ein bisschen rumfuchteln mit. Da, wo ich den rechten Stick hinhalte, wenn ich RB gedrückt halte. Knapp. Da hält er seinen Schläger hin. Oh, was ein Toadrack. Und der Tor. Der Tor. Der Schuss, wollte ich sagen. Das Tor. Jawohl. Semyon Varlamov wird das zweite Mal überwunden. It's Kreider time. Kreidizel. Ja, das mit der Vorlage war es. Grabner? Ja, das war Grabner. Er war noch ziemlich weit vom Tor entfernt, aber wieder die Verteidiger der Avalanche selbst als Sichtbehinderung genutzt. Grabner und McDonough mit den Assists. Breite Palette hier an Punkten, die hier verteilt wird. Ja, das ist alles ganz schön eng hier. Miller hat ihn noch. Schön gelöst über Shattenkirk. Da haben wir eine. Und Brady Shea, komm, Nachschuss. Kriegen wir nicht. Schön gestochert und über Shattenkirk behalten wir den. Kreider wird bei der Puckannahme da gestört. Der Check kommt ein bisschen später, sodass wir ihn nicht vorne drin halten können. Aber Shattenkirk mit dem Check gegen Jakubov und jetzt vorne. Pavel Buchnevich. Oh, er nimmt fast mit stark. Abgefälscht von Hayes, auch das stark. Leider ohne Erfolg. Und dann erneut festsetzen und vielleicht über Hayes probieren. Das war vielleicht wieder zu früh. Gegner. Schöner Check. Jawohl, Stoll macht das einfach. Kommt trotzdem nicht an Puck, aber er stochert ihn. Sehr schön. Oh, was eine Auslösung über die Mitte. Oh, das war ein Reisepass für Jesper Fast. Den kickt er aber. Und? Ah, schade. Haben wir es über die Kurzecke versucht. Wurde aber abgeblockt. Die Angelo und Fast wechseln da. Da dachte ich erst, wir kriegen vielleicht das Powerplay. Oh, jetzt ist hier aber ein Gefuchtel. Von beiden Seiten aus. Mark Stoll ist hinten. Und macht das wieder gut. Und macht das wieder gut. Wie, sie nimmt den sogar an. Über Pampel und Deherney. Will das liegen? Oh, was retten der da weg? Der stand doch da oben an der blauen Linie. Oh, und wir sind viel, viel schneller als die CPU hier. Da habe ich übrigens nichts dran rumgestellt. Nur im Schwierigkeitsgrad, lernende KI und sowas alles. Also die Geschwindigkeit ist vollkommen hier nach den Werten, wie sie NHL vergeben hat. Vorder. Oh, der rutscht durch. Euer Lundqvist im Nachfassen. Oh, Pampel, ja, schöne Pirouette. Die wollte ich eigentlich nicht sehen. Ich wollte eine Puckannahme sehen. Aber was soll's. Pro Drittel ein Tor. Schießen wir noch eins, dann passt das. Noch einmal die Aufnahme überprüfen. Ich hoffe, es ruckelt nichts. Ich hoffe, es ist alles synchron. Da muss ich drauf achten. Ja, hoffen wir, dass das alles stimmt. Dann, dass die Qualität stimmt, dass euch das gefällt. Dass euch vielleicht auch die Rangers gefallen und selbst wenn nicht, dass ihr vielleicht ein bisschen Spaß an dem Projekt habt. Ja, Lundqvist macht die kurze Seite dicht. So, Zuccarello und Zibanejad. Na, dann kommt Nash, der hält den gut. Der hält den sogar sehr gut. Drüben Zibanejad, den kriegt er nicht zum Schuss, weil ein riskanter Pass durch die Mitte. Jetzt ist gerade wieder ein Gestocher, keiner kontrolliert den. Ist dann auch immer, selbst wenn die da im eigenen Drittel schon den Puck haben, kommen unsere Spieler immer noch mal blind nach vorne gesprintet. So, Puck, holen. Oh, das war doof. Ja, jetzt fliegen sie alle drüber und keiner nimmt sich den Puck, auch sehr gut. Oh, der kommt durch. Oh, vorbei. Glück gehabt, kein schlechter Schuss. Die Vanisher sieht drüben zu Grell. Komm, wir kreuzen. Dann haben wir nämlich die Direktschüsse parat. Erstmal liegen lassen. Oh. Steht keiner von uns, aber jemand von Avalanche. Ja, blind hinspielen sollte ich jetzt nicht. Wie gesagt, gerade dadurch, dass ich jetzt eigentlich die bessere Ansicht habe dafür. Und ich spekulieren muss, wie noch letztes Jahr. Mit der niedrigen oder mit der Standardansicht. Schöner Check. Smith auf Grabner. Auch das relativ riskant. Grabner probiert es einfach und Nachschuss. Jawohl! Chris Kreider legt gut los hier. Glücklicher Rebound, ist auch nur so ein bisschen durchgeschippert. Aber sein zweites Tor heute Abend. Schön vorgelegt hier Grabner mit dem Schuss. Ja, und dann war das auch kein richtiger Schuss von Kreider. Hat sogar noch verfehlt. Hat eine kurz mit der Spitze berührt, aber das war der ausschlaggebende Impuls. Kreider, Miller und Grabner scheint gut zu funktionieren.
Miller der Einzige, der, glaube ich, noch nicht gepunktet hat, aber das macht nichts. Nicht jeder kann an jedem Abend glänzen. McDonough macht das gut. Der glänzt auf jeden Fall. Komm jetzt, Buchnevich spielt ihn. Nee, Kreider. Oh, und schießt Buchnevich ein. Ja, verletzen lieber jetzt vor den Playoffs. So wie Matt Zuccarello letztes Jahr. Stanley Cup ohne ihn geholt. Weil er mit den Krücken im Stadion saß, wenn man so will. Ja, macht nichts. McDonough kommt und probiert es aus spitzen Winkel. Da rutscht er wieder. Hat er fast nicht angenommen. Smith. Oh, der liegt wieder zwischen den Beinen da irgendwo. Immer noch. Ach, da außen. McDonough, komm. Heil Lundqvist. Der Tor frei. Oh. Aber macht er selbst. Schön verteilt über Hayes. Jimmy Vesey. Oh, shit. Dann noch in die Mitte gezogen. Und dann, ich weiß nicht, ich glaube, das war gehalten. Ich habe den Pfosten nicht gehört oder die Latte. Aber er wurde irgendwie dann da drüber gelenkt nur noch. Oh, der Herr Ney kriegt den glücklich zurück. Wieder Vesey. Ja, das war eine Bewegung zu viel. Aber wir haben den noch. Ah, oh, Pompel wird beim Tip-In da hochgehoben, der Schläger. Stoll verpasst den Check, aber der Herr Ney ist da. Oh, Pompel saß so knapp daneben. Aber Lundqvist hält den. Letzte Minute läuft. Die Maple Leafs, die Canadiens und die Blues sind unsere nächsten Gegner. David Desjardins oder Desjardins. So sprechen ihn die Kommentatoren von MSG aus. Wieder Vesey und Pampel. Ah, ich darf nicht immer so. Ich darf nicht so viel tricksen. Wobei, letzte Minute kann man immer machen. Oh, der braucht schnell, bis er da in Fahrt kommt. Der braucht schnell, der braucht lange. Ja, da haben wir sie doch quasi dazu gezwungen gerade. Max Soll, Varlamov auch da nicht sicher. Nicht unbedingt sein Spiel. Die Menge im Madison Square Garden, die Zuschauer werden nochmal laut. Die letzten 10 Sekunden laufen. 3:0 Führung zum Saisonauftakt. Und Lundqvist hält sich hier den Shutout fest. Auch er mit dem Shutout hier im ersten Spiel. Wichtige 2 Punkte, die wir hier direkt mitnehmen können. Und dann kommen sie alle zum King of New York gerannt. Wird sich hier gegenseitig gratuliert. Denken verdienter Sieg, haben es nicht anbrennen lassen. Wobei auch das nicht immer so sein wird. Und Ray Pavlik, da unser neuer Backup-Goalie. Dann nochmal die Freude von Chris Kreider. It's Kreider Time, sieht man auch nochmal in den Zuschauern. Was sehen wir da nochmal? Hier, da wieder reinrutscht. Der Verteidiger auch noch dran, aber der wäre auch so reingegangen. Und die ganze Blue-Shirts-Reihe. Ja, Brady Shea, da sehen wir es nochmal. Das erste Saisontor. Blitzschnell oben rechts in den Knick über die Fanghand. 3:0, 2 Punkte. Mehr gibt es nicht zu sagen. Zurück zur Zentrale. Bis zum nächsten Spiel simulieren. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Spiel auch schon wieder am Mittwoch um 19 Uhr. Dann hoffe ich, dass alles synchron ist. Dass es euch gefallen hat. Dass ein paar schöne Tore dabei waren. Dass ihr dranbleibt. Fleißig kommentiert. Euer Lieblingsteam. Aus welcher Liga auch immer. Euer Nationalteam. Auch da kann ich mir vorstellen, Österreich und Schweiz ist sicherlich vertreten. Ja, auch die Maple Leafs gewinnen ihr erstes Spiel. In echt. Ich glaube, was waren das? 12 Tore in 2 Spielen? Oder sogar noch mehr? 15 Tore in 2 Spielen. Die haben erst 7-2 oder so gewonnen und dann gegen die Rangers ja auch 8-5. Und naja. Das waren deren erste 2 Saisonspiele. Die haben ordentlich losgelegt. Hoffentlich kriegen wir das hier in der virtuellen Saison im nächsten Spiel nicht ab. Ein Spiel, ein Sieg. Mehr können wir nicht rausholen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffentlich bis dann. Tschüss.